Moin, hier ist Stefan von Fotohaus TV. Heute geht es um eine Lampe für deinen Schreibtisch. Stefan, das ist ein Fotokanal. Das geht um Kameras, nicht um Schreibtischlampen. Aber was ist, wenn du mit deinen Bildern nach Hause kommst, die Bilder bearbeitest am Computer, die ausdruckst, die Bilder beurteilen möchtest, warum das richtige Licht auf deinem Schreibtisch eine Rolle spielt und was BenQ hier Interessantes hat, darum geht es in diesem Video. Heute geht es also um Licht bzw. um Licht auf eurem Schreibtisch oder Arbeitsplatz. Und bevor wir über die BenQ Screenbar Plus reden, kurzer Ausflug in die Bildbeurteilung. Ihr kennt das sicherlich, ihr guckt euch das Bild auf dem Kameramonitor an, dann guckt ihr euch das Bild zu Hause auf dem Monitor an, dann druckt ihr das Ganze aus und jedes Mal sehen die Farben ein bisschen anders aus. Was kann ich dagegen tun? Ich kann natürlich meinen Monitor kalibrieren zu Hause und noch besser, ich muss dann natürlich auch den Drucker kalibrieren, damit die Farben gleichbleibend sind. Und was viele nicht wissen, ob ich jetzt bei Tageslicht gucke oder auch bei Kunstlicht, wenn sich das Licht ändert, muss ich auch jedes Mal neu den Monitor kalibrieren. Und ihr kennt das auch, wenn ihr die Bilder beurteilt entsprechend, ihr guckt euch das bei Kunstlicht an oder ihr geht mit den Bildern ans Fenster zum Tageslicht, die Farben sehen ein bisschen anders aus. Also gut wäre, wenn auf eurem Schreibtisch ein gleichbleibendes Tageslicht ist. Der Profi arbeitet hier mit D50 Normlicht. Das sind wirklich 5000 Kelvin Lampen, die dann wirklich das Referenzlicht in der Bildbearbeitung darstellen. Aber gut, jetzt gehen wir mal vom Profi zum Amateur, weil ich gehe mal davon aus, die meisten von uns sind einfach Amateure, aber trotzdem möchte man anständig Bilder beurteilen können. Und hier gibt es was ganz Interessantes, wie ich finde, von BenQ, die Screenbar Plus. Was ist das? Das ist eine Lampe direkt für euren Monitor. Also sie hält einfach und von alleine. Da ist ein Gegengewicht entsprechend dran und die Befestigung ist gut und einfach gelöst. Man klemmt nichts, sondern es hält quasi von alleine. Es wiegt knapp 700 Gramm, ist 51 cm lang. Also für einen Monitor, für einen Schreibtisch super. Für einen Laptop würde ich sagen, lieber nicht. Das Licht ist sehr angenehm, man hat eine gute Ausleuchtung und da die Screenbar drehbar ist, hat man auch keine Spiegelung auf dem Monitor, wie man es sonst bei Schreibtischlampen vielleicht hat. Die Stromversorgung ist einfach über USB und im Gegensatz zu einer normalen Schreibtischlampe sehr platzsparend und ihr habt letztendlich mehr Platz auf eurem Schreibtisch. Der Kontrollknopf ist wertig gemacht, es gibt so kleine Rasterungen. Ihr habt 8 verschiedene Farbtemperaturen, die ihr einstellen könnt, von 2700 bis 6500 Kelvin, also 2700 warm, 6500 Kelvin kalt bzw. Tageslicht. Schade, dass hier kein kleines Display drin ist, um die Kelvin anzuzeigen. Da merkt man, dass es halt ein allgemeines Produkt ist und nicht speziell für die Fotografie gemacht. Meine Empfehlung, ihr könnt hier kein D50 Normlicht einstellen oder so, sondern ihr arbeitet einfach bei Tageslicht, also ganz bis zum Anschlag, dann seid ihr bei 6500 Kelvin. Immer wenn ihr arbeitet und wenn ihr Bilder beurteilt und wenn ihr was anderes am Rechner macht, dann stellt ihr entsprechend zurück, so wie ihr es gerne habt, einfach, dass das Licht ein bisschen wärmer ist. Die Helligkeit kann man in 15 Schritten einstellen. Es gibt auch eine automatische Dimm-Funktion, wie ihr es vom Smartphone oder vom Laptop vielleicht kennt. Die nutze ich nicht, weil da finde ich immer, die Automatik ist eigentlich immer zu hell. Mein Fazit, das ist keine Lampe für die professionelle Bildbeurteilung. Aber für die meisten von uns ist es ganz angenehm, dass ich wechseln kann zwischen Arbeitslicht und angenehmeren, wärmeren Licht. Sie spiegelt nicht, ich habe mehr Platz auf dem Schreibtisch. Und sie leuchtet anständig aus. Ob sie für dich interessant ist, das musst du beurteilen. Link findest du in der Beschreibung. Kommen wir zur Werbung. Ich komme mal ein bisschen dichter. Du denkst dir sicherlich, Stefan, du tust zu viel für mich. Was kann ich denn für dich tun? Ganz einfach. Du gehst unten in die Infobox, suchst dir einen Händler aus, der bei dir um die Ecke ist. Und da kaufst du dein ganzes Fotozeugs. Super, oder? Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das kleine Review passend fandet oder ob ich eher bei Kameras bleiben soll. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, fertig.